Liebe Freunde und Freundelines, ja, ich war ja gestern wieder in die Hundeschule gewesen. Ja, ich gehe jeden Sonntag in der Schule und da lerne ich ja, oh, ich lerne da ganz viel, ja. Und da habe ich gestern zum Beispiel gelernt, ich soll nicht in der Intimbereich von meiner Frau Linsche hupse, springe, anschubse. Also das soll ich nicht machen, auch nicht bei anderen Zweibeinern. Nein, das ist also nicht richtig. Ich darf die nicht anspringen. Nee. Einmal, weil das unhöflich ist und zum anderen, weil man dann die schmutzelig mache. Ja, so. Also und dann bin ich der Meinung gewesen, dann darf man auch in meinen Intimsbereich auch nicht drin. So einfach. Aber wenn die mich nicht anfassen darf, dann kann sie mich auch nicht kraulen. Also irgendwie blicke ich da noch nicht so genau durch. Aber okay, gut, wenn die das meinen, dann mache ich das halt eben. Zumindest in der Schule, ne? Ja. Wenn ich dann daheim bin, ist ja das was anderes. Dann ist das so alltäglich. Ja, und in der Schule ist das nicht alltäglich. Da kriege ich kein Leckerlis, wenn ich das nicht mache. Also mache ich es. So einfach ist das. Ich mache das und da gibt es Leckerlis. Ganz viele. Ja. Ich habe auch gestern gelernt, wenn ich meine Frau Linsche angucke, so zwischendurch einfach angucke, während das Training, und dann gibt es ein Leckerli. Einfach gucke, pups, schwupps, kriegst du ein Leckerli. Ja, das ist praktisch. Das endlich Doofe ist, die Leckerlis sind so winzig klein, die sind genauso so klein wie Erbs. Ja, und das ist nicht viel. Also muss ich viel richtig machen, damit ich auch viele Leckerlis kriege. Ja, so ist das. Also Freunde, ich wünsche euch heute wunderschöner Tag und ich übe die Woche, dass ich die nächste Woche wieder viele Leckerlis kriege. Ne? Bis dann. Tschüss. Euer Mucki von die Weiße Socke.